So, meine lieben Todiana, und willkommen zurück zu einer neuen Runde Sky Family. Und wenn ich hier von Sky Family rede, rede ich eigentlich von einem Together-Projekt, aber heute bin ich mal wieder alleine, weil, ja, ich halt immer zu anderen Zeiten aufnehme als die meisten anderen. Und, ja, gut, was brauche ich denn? Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Das nehme ich auch noch mit, obwohl das brauche ich eigentlich gar nicht. So, und dann brauche ich Zäunchen. Dann will ich jetzt hier Zäunchen. Oh. Oh. So. Nein. Oh. So. 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 Gut, ja, wunderbar. So, was will ich denn jetzt? Oh, hier sind die Bäumchen schon gewachsen. Sind denn hier schon Setzlinge runtergekommen? Hier ist noch so einer. Aber irgendwie. Das ist gut, dass die hier gewachsen sind, aber ich glaube, hier muss ich noch so ein bisschen hochgehen. Oder hochgehen, zur Seite gehen. Kann ich ja gleich mal angehen. Nur wie mache ich das? Wie fange ich da am besten an? Ich glaube, ich fange am besten von hier an. Das sieht eigentlich auch schon gut aus. Mann, wie will ich denn das machen? Ich möchte eigentlich überall einheitlich diese Höhe haben. Dass das da so aussieht. Aber erstmal muss ich das eine Ende zu Ende bringen, bevor ich das nächste Ende anfange, oder? Obwohl, wartet mal. Ich bin ja hier so gesehen fast fertig. Oh, nee, ne? So, haben wir das auch platziert. Oh, das klingt nach einem Enderman, der da ein bisschen rumbackt. So. Wie will ich denn das jetzt hier weitermachen? Ich brauche... Ich brauche diese Slabs. Ja... Ich brauche auch Stone Slabs. Haben wir hier noch? Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wirklich sehr makaber wenig. Obwohl makaber? Ist es makaber? Eigentlich fand ich das jetzt nicht so makabermäßig, aber egal. Ich hätte gerne mal Diamanten. Aber ich hätte auch gerne Erde. Es ist immer so schwer, sich da entsprechend zu entscheiden. Was will ich haben? Was brauche ich? Was will ich? Was habe ich? Ja. Mache ich das jetzt wirklich mit Steinen? Wegen den Diamanten? Wofür brauche ich die Diamanten? Na, damit ich mir eine Diamantspitzhacke machen kann, damit das hier schnell abgefarmt werden kann. Ich möchte euch nämlich hier nicht mit irgendwelchen unnötigen Sachen zupacken. Ja? Ich muss aber hier auch diverse Sachen natürlich beachten. Und da ich das ja Pox dann sein Haus da oben hinbaut. So. Okay. Woher? Wo? Boah. Wo kam der denn jetzt her? Okay. Ich höre nur ein Zischen, war gerade total vertieft und dann passiert sowas. Ja, wo kam der her? Wo kam der her? So.
So. So. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Boah, verdammt. Das war jetzt auch ungünstig. Was jetzt richtig uncool wäre, und das muss ich jetzt gleich mal erwähnen, ja. Wenn jetzt gleich hier ein Creeper kommt. Und hier alles kaputt macht. Aber ich gehe einfach mal optimistisch an die Sache ran. Oh, nee, ne? Okay, gut. Also was habe ich jetzt genau vor? Der Pox und ich, wir waren uns sehr stark einig, dass wir die Baumfarm vergrößern wollten. Und das habe ich natürlich auch vor. Und hier auch noch weg. So. Das geht noch. Das ist noch in Ordnung. Das ist noch vollkommen in Ordnung. So, so. So, so. Und so. Gut. Und dann muss ich das natürlich auch ausleuchten, ne? Also sagen wir es mal so. Es hat auch seinen Vorteil, dass ich eben gerade so gesehen weggesprengt worden bin. Was hatte das für einen Vorteil, fragt ihr euch jetzt bestimmt, ne? Ich weiß, dass zum Beispiel bei einem PvP-Event böse enden könnte. Jetzt überlegt mal, beim PvP-Event, ich bin da natürlich wieder in Ösi-Play voll in der Zange, ne? Und dann kommt von hinten ein Creeper und BOOM! Bin ich platt. Dann habe ich ein Problem. Ja, und dann habe ich da echt ein Problem. So. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt echt ganz vorteilhaft, dass es jetzt passiert ist und ich nicht gestorben bin. Muss man wohl dazu sagen. Was wäre denn passiert, wenn ich... Oh, nee, da hätte ich eine Folge aussetzen müssen. Nee, 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 nee. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Das wollt ihr ja nicht, dass ich hier eine Folge aussetzen muss, oder? Ja, tut mir leid, Ösi. Ich musste dein Schild abbauen. Meinen Spawnpunkt wollte ich jetzt eigentlich nicht abbauen. Aber gut, Oh, die Tür hat es auch erwischt gehabt. So. Verdammt. So. Jetzt ist natürlich hier wichtig. Ja, lieber Pox, nimm es mir nicht übel. Aber wenn du schon da oben jetzt dein Haus baust und da drauf übrigens Skelett. Ach, ich glaube, ich weiß schon, woher das rührt. Na, da wird er sich ja freuen. Wisst ihr, wo das liebe Creeperchen wahrscheinlich herkam? Oh, verdammt. Ist auch schon wieder leer. Ich glaube fast, der Creeper, der kam von da oben irgendwie runter und hat mich dann überrascht. So. Das müssen wir hier abbauen. So. Gut. Ja, lieber Pox, du bist schuld daran, dass ich beinahe hier gestorben wäre. Ich glaube, da muss ich mir dann noch was Besseres einfallen lassen. Ich glaube, ich muss bei dir mal die ganzen Lichter da wegmachen. Ist zwar mein armes Haus, aber egal. So, und... So. Gut. So, kann ich jetzt hier... Das sieht nämlich total bescheuert aus. Das muss mindestens hier noch... Okay. Also das muss hier mindestens noch weg. Klar, ich hätte jetzt hier versuchen können... das aufzufangen. Aber mal ganz im Ernst, ich riskiere nicht mein Leben für ein paar Slaps. So. Zack. Setzen wir hier noch einen hin und da noch einen hin. Hier muss ich... Ich kann mir schon richtig gut vorstellen, was hier passiert ist. Könnte auch sein, wirklich, dass er hier gespawnt ist. Das ist natürlich auch ein Ding der Möglichkeit, ja. Aber... So ist es auch schon viel besser. Gut, ich habe jetzt noch genau 3 Slabs. mit einer Eisenspitzhacke würde das Ganze jetzt bei weitem schneller gehen. Ja? Aber naja, was macht man nicht alles für eine kleine Baumfarm, die ein bisschen größer werden soll? Eigentlich könnte ich es mir auch total einfach machen. Ja, wie ich ganz viel Holz rauskriege. Ich müsste eigentlich nur ein paar mehr Lücken da lassen. Ne? Aber gerade für das PvP-Event finde ich es halt wichtig... wenn Bäume dann da sein sollten, kann man sich da drin gut verstecken in so einem kleinen Wald. Ja, es kommt halt darauf an, wie eng ist der Wald. Ja, und man kann da halt nicht so schnell rausfallen dann, wenn man in den Bäumen steht. Wenn man natürlich außerhalb der Bäume steht, hat man natürlich wirklich ein riesengroßes Problem.
Aber wir wollten uns keine Probleme machen, ne? Wir wollen ja den Ösi-Play besiegen. So, hier wieder hoch. Okay. Oh, guck mal, was ich da habe. Ha. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten, habe ich noch? So. So, 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 so. Genau. Also ich könnte es rein theoretisch natürlich auch mit den anderen Steinen machen, aber ich mache das natürlich nicht ohne Grund mit den Slabs, weil ein Stein, könnte man sagen, ist ein... sind zwei Slabs. Ja? So. Ich habe das Rätsel zur Lösung gefunden, Leute. Das Problem ist, ich habe gar keine Waffe. Ah! Okay. Wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? Oh, verdammte Axt. Ausweichen, ausweichen. Schnell. Da, oh, guck mal, da oben ist noch ein Skelett. Die spawnen da oben. So. Okay. Schnell ein Schwert machen. Ha. Und jetzt muss ich da hoch. Wie sieht's aus zeitlich? Gut. Okay. Hier spawnen die. Das heißt, wie mache ich das jetzt am besten? So. Warte mal, hier ist anscheinend irgendwo noch einer. Runter. So. Nein. Hoch, hoch. Hoch, hoch, rüber, rüber, rüber. Und draufsetzen. Gut, wunderbar. Gotcha. Gut, zweimal Knochen, dreimal Knochenmehl. Wunderbar. Gut, meine Zeit sagt, ich habe noch genau eine Minute. So. Wow, warum setzt denn das jetzt so runter? Also, dieser Bug ist echt der schlimmste, den es gibt. Dieses Runtersetzen. 2, 3, 4, 5, 6. Gut, haben wir das. Jetzt kann ich das hier alles rein theoretisch wegmachen. Und jetzt machen wir es so. So, 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 so. Gut, alles weg. Gut, jetzt hier noch Licht hinsetzen. Und hier das auch noch weg. Ja, verdammt, die Zeit reicht nicht mehr ganz. Aber ich muss hier noch... Ah, gut. Halbe Minute habe ich noch. Ich muss. Nein, ich muss nicht auf Toilette, aber ich muss das hier schnell alles noch machen. Ja, es ist zwar nicht mehr lange bis zum PvP-Event, also eine Folge habe ich noch Zeit. Aber ich muss ja wirklich, wie gesagt, vorbereiten. Ne? Und ich möchte auch dann irgendwann mal mein Haus weitermachen. Bis jetzt kümmere ich mich gerade echt um alles, aber nicht ums PvP-Event. Oh, da ist schon wieder ein Baum. Okay, Gott, schnell. 2, 3, 4. Gut, wunderbar. Also soweit passt das schon mal. Jetzt ist hier natürlich noch ein bisschen wenig Licht. Aber das sehe ich halb so schlimm. Wir haben schon viel erreicht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die Vorbereitung zum PvP-Event laufen. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.